Ich will ja am Leben bleiben. Ja, ich versuche das nämlich alles in einem durchzuschauen. Oh je. Die sind auch ziemlich hart. Die, man muss es wissen. Also das erste Mal, wo ich das Spiel gespielt habe, haben diese Viecher mich da platt gemacht. Die greifen einen nämlich im Schwarm an. Das sollen so Piranha-artige Viecher sein. Und die rammen einen und dann ist man ganz schnell tot. Ach, ich speichere gerade einfach mal zwischen und zeige euch das mal. Nur damit ihr mir glaubt. Also die haben da eine ganz schöne Geschwindigkeit drauf und... Au, au. Oh, ich komme gar nicht dazu, die zu beißen, wie ihr seht. Gut, die habe ich jetzt gebissen. Okay. Ich habe vielleicht etwas übertrieben. Aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Und, ah, ich habe es geschafft. Ach nee, das war mir jetzt zu nervig. Jetzt lieber hier diese hilflosen Quallen, die zwar weniger Evolutionspunkte kriegen, aber bis eine Qualle ihren Angriff ausgeführt hat, ist sie auch schon tot. Ach nee, muss ich jetzt da unten durch? Ich glaube, die bewachen unten einen Höhleneingang, durch den ich muss. Da fresse ich gerade noch was, damit ich mein Leben voll habe. Ich komme ja gar nicht dazu zu beißen. Nein, meine Evolutionspunkte. Ich habe ihn erwischt. So. Ich schwimme rein. Wird schon schief gehen. Ich denke jetzt nicht, dass da... Ah, okay. Gut, bin weitergekommen. Ich dachte jetzt in der Höhle kommt noch irgendwie Zwischengegner oder so, hat mich aber getäuscht. Mein Glück. Ich habe Gegner gerne, wenn sie tot sind oder schwach. So eklige, starke Gegner. Wenn man selber noch nicht zu weit entwickelt ist, machen einfach keinen Spaß. Und weiter geht's, ab in die Höhle. Hurra. Au. Also, da stand jetzt minus 4 Schaden, also 4 Schaden. Aber der macht, glaube ich, immer nur einen Schaden. Der war nur so schnell, dass er mir 4 Schaden gemacht hat. Ich bringe halt sehr, sehr viele Evolutionspunkte. Weil die halt sehr schnell sich bewegen und so gut gepanzert sind. Und mich hier gerade verarschen, nach Strich und Faden. Na, geht doch. 750, ich guck gerade mal. Ich müsste schneller werden, das heißt, ich guck mal nach Händen und Füßen. 500, Tacklefin. Tacklefin. Wieso denke ich dabei an Pokémon? Ja, viel schneller fühle ich mich jetzt gar nicht. Guck mal, was es gemacht hat. Hat mich ein wenig schneller gemacht. Ach, hat mir noch ein bisschen Stärke verpasst. Meine ich zumindest. Die Viecher hier pieksen einen in den Bauch. Ich zeige euch das gerade mal. Es ist ja ein Let's Play. Im Sinne von einem Let's Show. Ich spiele das zwar, aber ich will euch das Spiel ja ein bisschen zeigen und näher bringen. Und wenn ich hier so drüber wegschwimme, schießen die wie so ein Pfeil in die Luft. Und rammen mir praktisch in meine empfindliche Magengrube. Und da ich die halt brauche, um die Evolutionspunkte zu verarbeiten, ist die halt doch sehr, sehr empfindlich. Auch wenn ich sie beiße, schießen sie dann feige, wie die natürlich sind, nach oben. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt hatte, dass man auch Hörner machen kann.
Ich hatte das mal in der Kopie hiervon mal ausprobiert und die brechen nach 3-4 Benutzungen ab, je nachdem, was man für einen Gegner hat. Also Gegner mit starker Panzerung, da bricht es natürlich schneller ab und macht dann doch nicht so viel mehr Schaden als das beste Maul, als dass es sich rentieren würde, die Evolutionspunkte dafür auszugeben. Also es sei denn, man hat natürlich genug übrig, weil man sich viel Zeit gelassen hat. Apropos Maul, was kostet eigentlich das nächste? 800. Ich glaube, das sollten wir schon haben. Kann ich meinen Körper... Skelly Body? Ja, natürlich. Das mache ich gerade mal, das erhöht jetzt unsere Rüstung und wir werden wahrscheinlich wieder eine andere Farbe bekommen. Tada! Ja, jetzt haben wir sichtbar Schuppen bekommen. Und diese Schuppen schützen uns jetzt ein wenig. Ein wenig. Wir hatten eben einen Defense Power, jetzt haben wir 3 Defense Power Punkte. Also es sollte jetzt doch schon einiges mehr sein. Die haben uns eben 4 Schaden gemacht. Ich mache das jetzt gerade mal, um es zu zeigen. Jetzt machen sie nur noch 2 Schaden. Also wir können jetzt doppelt so viel einstecken. In der Theorie. Ich weiß nicht, ob das immer gleich gerechnet wird, dass einfach der Schaden dann halbiert wird. Oder ob nur diese Gegner uns halb so viel Schaden machen. The seaweed whispered to another. Friends, the Sterolites are trying to create a new world using oxygen. They are having trouble because the... Ach ja, dieses blöde Wort. Kuraselaches. Keine Ahnung, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Ja. Wie auch immer, Fische. Keep interfering with them. Interfering, Entschuldigung. Also, dann essen wir jetzt das Seegras, was das gesagt hat. Damit wir es auch nicht vergessen. Und da haben wir diese netten Herren. In Anführungsstrichen. Die muss man, glaube ich, ziemlich häufig beißen. Falls ihr im Hintergrund mein Joypad hören solltet, entschuldige ich mich dafür, aber ich hämmer da ziemlich auf die Tasten. Mangels Können. Und da haben wir wieder diese netten, gepanzerten Fische. Ey, ich war gerade am Essen. Au. Der haut doch noch mit seiner Schwanzflosse. Habt ihr das eben gesehen? Ich würde es dir gerne nochmal zeigen, aber ich habe Angst, dass ich dann sterbe. Jetzt habt ihr es bestimmt gesehen. Wenn nicht, macht ihr nochmal zurück. Oh nein. Ich muss mal kurz abhauen. Ich habe nur noch einen Lebenspunkt. Ich hoffe, dass die anderen beiden hier unten nicht wieder da sind. So, ich hoffe, das ist jetzt noch derselbe Fisch und zieht jetzt nicht als neuer. Lasse ich mich selbst in den Glauben, dass ich gut wäre. Oh, krass. Ja. Herrlich. Und schon. Da oben ist ein Hai. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt. Also ich weiß nicht, ob es Haie sein sollen oder Urhaie. Ich nenne die Dinger jetzt einfach mal Haie. Da die Haie mir etwas zu stark noch sind, kämpfe ich hier gegen diese schwächeren Gegner. Die bringen zwar weniger Erfahrungspunkte, aber wir wollen ja am Leben bleiben. Also ich möchte das. Ihr würdet euch bestimmt auch freuen. Könnte ich mir vorstellen, wenn ich hier total fehle. Nein. Au. Diese
Daher habe ich das schon mal irgendwo erwähnt. Wenn nicht, dann habe ich es jetzt erwähnt. Die sind mir einfach viel zu heftig. Jungs, ich habe eine Flosse wie ihr. Ich bin euer Verwandter. Schwimmen wie nix.